der einfach wirklich ein Menschenfreund war. Da ist ja Thomas immer drauf, unser Bürgermeister kann. Der Mann wird immer schöner. So bleiben, wie das ist. Ne? Und das ist schon schwer genug, daran zu arbeiten. Zusammenleben in Fehn, die Unterstützung bei den Vereinen. Von wem bist du Fan oder wer ist dein Vorbild? Ja, das ist natürlich sehr weitläufig. Ich würde jetzt als mein Vorbild würde ich tatsächlich unseren ehemaligen Ortsvorsteher Charlie Schweden bezeichnen, von dem ich mir halt, ja, der einfach wirklich ein Menschenfreund war, sehr sozial war und von dem ich mir, glaube ich, auch viel abgeschaut habe und dich immer sehr bewundert habe. Ja. Ja, Charlie auf jeden Fall, kann ich nur unterstützen, ist ja, glaube ich, auch so ein Vorbild für, so für ich sag mal so, ich glaube, für die ganze Arbeit, die wir jetzt so im Dorf machen, ne? Ja. Wo wir jetzt im Team arbeiten, was vorher Charlie so alleine gemacht hat, wo man erstmal sieht, was er alles gemacht hat, aber so ein richtiges Vorbild habe ich eigentlich auch nicht, also wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, also politisch, also kommunalpolitisch auf jeden Fall auch Charlie. Ich finde Norbert Blüm, finde ich, oder fand ich einen tollen Politiker. Wer ist die der schönste Kommunalpolitiker bzw. Kommunalpolitikerin in Alpen? Ich darf diese Frage nur stellen, aber ich darf die nicht beantworten, weil ansonsten würde ich mich ja als Parteivorsitzender hier. Ja. Keine Ahnung. Also ich will da keinen besonders hervorheben. Also ich glaube schon, wenn man so jetzt die Plakate sieht, und ich habe ja auch so die alten, also unser Blatt, also unsere Broschüre gekriegt, und da ist ja Thomas immer drauf, unser Bürgermeisterkandidat in den letzten 16 Jahren. Und man muss einfach sagen, der Mann wird immer schöner. Ich finde auch, wir sehen auf unsere eigene Art und Weise, glaube ich, alle ganz gut aus. Und Thomas, unser Bürgermeister, ist, schließe ich mich da an, und er ist auch meine Nummer eins. Was ist dein größtes Laster? Oh. Das hier in der Ecke, ne? Ja, genau. Wo du der erste Mal in deinem Leben mit Wasser sitzt. Genau, wo ich hier das erste Mal tatsächlich, hab da mich gut erwischt. Ja, also ich gehe natürlich gern feiern. Ne? Das ist vielleicht dann auch schon mal ein bisschen lange, sodass man eine Stunde eher nach Hause gehen könnte. Ja. Also bei mir ist halt nicht anders, wobei ich da jetzt nicht so, also ich schlafe dann irgendwann ein. Aber ich habe auch für mich immer den Anspruch, auch alle Themen an so einem Abend abzuarbeiten. Und da muss man ja schon mal die Zeit investieren. Aber so mein größtes Laster, also was auf jeden Fall ein Laster ist, ich bin absoluter Fastfood-Fan, auch wenn man das so nicht sieht. Aber ich erwische mich dann öfter schon mal bei McDonald's irgendwo so. Also man sieht es jetzt nicht. Was ist dir besonders wichtig für deinen Wahlkreis? Also für Fehn ist mir besonders wichtig, dass man eigentlich schon sagen kann, es soll alles so bleiben, wie es ist. Ne? Und das ist schon schwer genug, daran zu arbeiten, eben, ich sag mal so, die Gemeinschaft, die wir haben, die funktionierenden Vereine, das ist halt auch viel Arbeit. Ne? Ich meine, das hat ja auch mit, weil du ja viele aktiv bist. Ne? Man muss da immer so zusammenkommen und auch, ich sag mal so, in neuen Gruppen sich zusammenzutun und auch junge Leute dann damit ranzuholen und eben wirklich kontinuierlich dran zu arbeiten, eben den Ort zusammenzuhalten und dann so weiterzuentwickeln. Ne? Und da auch alle Themen, die dann wichtig sind, also ich denke mal, im Moment ist da natürlich Thema Baugebiete extrem wichtig und da dann dran zu bleiben. Aber ich glaube, so auch das Glasfaser-Thema und all die Sachen, ne? die bearbeiten wir dann ja auch alle zusammen. Ja, kann ich mich anschließen. Thema Baugebiete hast du schon genannt. Ich bin jetzt auch so 30, ne? Viele meiner Freunde haben jetzt Familien gegründet, aber ich habe auch bei vielen halt, bei einigen auch erlebt, dass sie ja lange in Fehn gesucht haben und dann aber weggezogen sind, und ich finde, da müssen wir auf jeden Fall ansetzen. Dann kommt natürlich, das ist mir auf jeden Fall wichtig, und dann wird man natürlich auch irgendwann über die Themen Kindergarten, Schule, das auf jeden Fall im Auge behalten müssen, weil das sehe ich oder halte ich für sehr, sehr wichtig für unser Dorfleben. Wie lange bist du schon politisch aktiv? In die CDU eingetreten bin ich, glaube ich, vor 9 Jahren. Da ist das einfach, das politische Interesse ist gewachsen, und bin dann auch mehr oder weniger durch Charlie in die CDU gekommen, weil das einfach die Partei ist, mit der sich meine Werte, meine Ansichten auch am meisten decken. Und im Vorstand bin ich jetzt seit 4 Jahren aktiv.
Bei der letzten Kommunalwahl, wo Charlie mich dann gefragt hat, ob ich sein persönlicher Vertreter werden möchte, da bin ich dann quasi hier eingestiegen und dann halt auch so erst wirklich in Alpen in der Partei da Was aktiv gefällt dir geworden. besonders an deinem Wahlkreis? Ich glaube, da habe ich ja gerade schon gesagt, eben dieser Zusammenhalt. Ne? Ich meine, was natürlich für uns auch ein Riesenfund ist, was man immer wieder feststellt, jetzt auch nicht nur bei Karneval, aber ist der geschlossene Ortskern. Also das ist schon, wo man sagen muss, da haben wir einfach auch so von, ja, so wie der Dorf aufgebaut ist, ich meine, das kann man ja nicht, das hat sich ja irgendwann mal so ergeben, ne? Aber das ist schon echt ein Fund, ne? Auch wenn man so sieht, dann die Kinder im Dorf, die können sich frei bewegen. Ich finde es auch einfach, das Zusammenleben in Fehn, die Unterstützung bei den Vereinen, die Kreativität bei so Sachen wie Ferienlager, was dann eigentlich überall anders abgesagt wird, hier finden wir doch noch eine Lösung. Wenn ich an die Wetten vom Schützenverein denke, den Rosenmontagszug, das sind einfach Sachen, für die Fehn steht und ja, es ist einfach schön hier zu leben. Thank you.